Wir gehen heute Abend was trinken. Ins Musikcafé. Kommst du mit? Nee, ich habe leider keine Zeit. Hallo, Laura. Hallo. Deine Mutter hat gerade den letzten Patienten drin. Tschüss. Hallo, Laura. Hallo, Mama. Was hast du vor heute Abend? Nichts. Wieso? Ich bin eingeladen und Oma und Opa sind auch nicht da. Vielleicht besuche ich die Kinolinie und den Ferdinand. Die freuen sich immer, wenn ich komme. Warum machst du nicht was mit deinen Schulkameraden, Hallo? Hallo. Danke. Hallo. Hallo. Du bist Laura, nicht wahr? Ja, ich bin die Tochter. Das ist Christoph, ein Kollege von mir. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe schon einiges von dir gehört. Was denn? Zum Beispiel, dass du eine Leseratte bist. Oh, Hamlet. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Den Rest habe ich vergessen. Ich zieh mich noch schnell um. Wenn du dich beeilst, kriegst du den Bus noch. Okay. Bis morgen dann. Ist immer anstrengend. Was ist anstrengend? Der Besuch bei deinen gestopften Patienten. Geh hör auf. Ist doch ganz zwanglos. Warum würgst du mich denn dann? So. Laura, wo bleibst du denn so lang? Also ich hab versucht, dich anzurufen. Du musst dein Handy schon einschalten. Wozu hast du es denn? Ich will nicht immer erreichbar sein, Oma. Ja, es ist schon spät. Eine Lasagne ist im Kühlschrank. Das bist doch du, Ferdinand. Na, das bin nicht ich. Das ist mein Großvater. Josef Hörtnagel. Fescher Mann, gell? Und wie? Die Menschen waren früher viel schöner. Wohl wahr. Die Eleganz ist ausgestorben. Und das? Ist das deine Großmutter? Das ist meine Großmutter. Und wer ist das? Die mag ich nicht. Hör auf, Ferdinand. Eine russische Gräfin. Die war mal schwer verliebt in meinen Vater. Sie ist wunderschön. 1919 ist sie nach Hallstatt gekommen. Ihre Familie hatte man umgebracht in der Revolution und das Vermögen eingezogen. Dann war sie hier im Exil. Klavierstunden hat sie gegeben. Einsam war sie. Und dein Vater war nicht verliebt in sie? Oh doch, sehr. Aber seine Familie hat das nicht zugelassen. Und so hat er dann meine Mutter geheiratet.
1942 wollten die Nazis sie verhaften, als feindliche Ausländerin. Sie war denunziert worden. Aber sie hat sich nicht verhaften lassen. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt, liebe Frau Selig. Ich freue mich, dass es Ihnen wieder schmeckt, Herr Generaldirektor. Dann ist der Befund also... Spannen Sie mich doch nicht auf die Folter. Bitte bringen Sie der Frau Selig das Kuvert. Selig, ist Ihnen nicht gut. Alfred. Geht schon. Ich bin gesund. Der Herr Primarius war absolut fassungslos. Haben Sie ihm gesagt, dass meine Frau Sie behandelt hat? Nein, natürlich nicht. Aber warum denn nicht? Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie nicht dran gedacht. Sie haben sich geniert zuzugeben, dass Sie zu einer Kurpfuscherin gängen. Vielleicht haben Sie nicht ganz unrecht. Wissen Sie, mein Freund, der Primar, der hat für sowas... Ihr Freund, der Primar, soll es aber wissen. Die Schulmedizin hat das zur Kenntnis zu nehmen. Und ich sage ja nicht, dass als Arzt, Herr Schober. Ein weiteres Fehler am Hut vom Herrn Primarius, die steht ihm nicht zu. Hey, Rudi, lass es gut sein. Nein, was war es, es war... Kein einziger von all den Patienten hat sich traut, bei der Nachuntersuchung den Grund der plötzlichen Heilung anzugeben. Nämlich Frau Halfried Selig. Sie haben recht, Herr Doktor. Ich werde das nachholen. Es wäre schon schön, wenn Sie das machen. Rudi. Ja, oder? Liebe Frau Selig, Sie haben mein Leben gerettet. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Nehmen Sie wenigstens das hier als kleines Symbol meiner Dankbarkeit. Na, Servus. Das muss ein Vermögen wert sein. Es stammt aus St. Petersburg. Was ist denn, Frau Selig? Das kann ich... nicht annehmen. Sie müssen das annehmen. Du schaust aus wie die Queen Mom. Hallo, Papa. Wie geht's dir, Laura? Mama hat jetzt einen Liebhaber. Warum erzählst du mir das? Sie hat dir 2 Jahre lang die Treue gehalten. Du hattest in derselben Zeit mindestens 10 Geliebte. Laura, deine Mutter hat sich von mir getrennt, nicht ich von ihr. Sie wollte endlich eine richtige Ärztin sein. Nicht immer nur deine Brustvergrößerung nachbetreuen. Ich hab sie nie dazu gezwungen. Du hast uns nie geliebt. Du bist nur an dich selber verliebt. Du kannst nicht so mit mir reden, Laura. Mach's gut.
war mein Mann. Wir telefonieren nur alle paar Monate und gerade jetzt ruft er an. Ich glaube, ich muss bald nach Hause, Christoph. Der Abend hat erst begonnen. Ich will Laura nicht zu lange allein lassen. Sie ist doch kein kleines Kind mehr. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie ist so verschlossen und eigenwillig. Und ich glaube, sie braucht mich im Moment. Was ist denn hier los? Laura? Ich bin bald zu Hause. Bitte behandle mich nicht wie ein kleines Kind, Mama. Entschuldige, Laura. Warum rufst du denn an? Er ist nicht der richtige Mann für dich. Weißt du was, Laura? Ich finde es reichlich unverschämt von dir, mich auf diese Art und Weise hier anzurufen. Geh jetzt bitte schlafen, ja? Ich hab schon geglaubt, du nimmst das wirklich nicht. Kannst das ja der Laura vermachen. Laura! Warum schläfst du denn nicht? Ich warte auf Mama. Ich muss mich bei ihr entschuldigen. Ich habe sie beleidigt am Telefon. Okay, das hat sie doch längst vergessen. Komm, jetzt geh ins Bett. Morgen ist Schule. Ich komm nicht heim heute Nacht. Die bleibt bestimmt beim Christoph. Geh schlafen. Heute Morgen nimmst du den Schmuck und tust ihn wohin, wo ihn kein Mensch findet. Am besten war du vergrabsten. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, Mama. Mama, denkst du auch manchmal an Papa? Denkt er an uns? Ja, er hat vorhin angerufen. Ich glaube, es tut ihm jetzt leid. Auch, dass er dich schlecht behandelt hat. Er hat vor allen Dingen dich schlecht behandelt. Er hat dich ins Internat gesteckt, wo du einen Knacks bekommen hast. Ich war immer dagegen, das weißt du. Einen was? Was war das für ein Wort? Wie bitte? Einen Knacks? Laura? Laura? Ich wollte mich bei dir entschuldigen für das Wort, was ich gestern benutzt habe. Es tut mir leid. Okay. Du bist mir manchmal so fremd. Ich bin fremd.
Was soll ich machen? Ich mag nicht mehr, Herr Doktor. Ich weiß. Es ist hart, Frau Lechner. Aber Sie müssen das durchstehen. Sonst haben Sie keine Chance mehr. Das zeigt doch Rüspe auf. Das bringt mich um. Ich will nur noch die Frau Selig. Frau Lechner. Die Frau Selig wird mich heilen. Was ist denn? Mama. Ich habe nur geträumt. Geträumt, hm? Gute Nacht, ihr beiden. Ja, man denkt, das macht da nichts mehr aus. Was? Na, wenn's das siehst. Wen siehst? Na, die Verstorbenen. Schlimmer ist, wenn ich die Lebenden sehe. Was? Was sagst? Besorg mir wieder die Tabletten. Bitte. Dachte dir, ich meinte Unmoralisches? Ich dachte nichts. Ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines Mädchens zu liegen. Was ist, mein Prinz? Gar nichts. Ihr seid aufgeräumt, mein Prinz. Gibt es denn etwas Besseres, als beschwingt zu sein? Stefan, so geht das nicht. Du musst endlich deinen Text lernen. Wenn du keine Lust hast, dann lass es doch einfach. Das nächste Mal kann ich den Text. Hamlet leidet. Sein Vater wurde umgebracht und seine Mutter heiratet den Mörder. Wir lassen es für heute. Ich weiß, ich bin unbegabt. Warum tust du dir dann den Hamlet an? Ja, was? Ja, damit wir zusammen sind. Wer wir? Sei nicht so mundfaul. Du und ich. Magst du heute zu meiner Geburtstagsparty kommen? Ich würde mich sehr freuen. Natürlich gibt es solche Phänomene. Die Medizinmänner in Afrika zum Beispiel. Die helfen denen, die an sie glauben, oft viel mehr, als wir das dort konnten. Aber da gibt es einen ganz anderen magischen Überbau. Ich weiß nicht, ob deiner Mutter bewusst ist, was sie da tut. Diese Frau Lechner jedenfalls setzt ihre letzte Chance aufs Spiel. Jemand wird deiner Mutter das Handwerk legen müssen.
Sag mal, spielt sie ein Spiel mit mir? Aber wozu? Wozu? Gut. Das hat dir gehört. Na und? Und jetzt tauchst du auf. Was willst du? Ich weiß, was du alles mitgemacht hast. Aber was hab ich mit deinem Tod zu tun? Grüß euch. Oder die Laura. Nix, gar nichts. Na, wenn du mich schikanieren willst, bitte. Aber lass meine Enkelin in Ruhe. Alfred. Entschuldigt einen Moment. Rudi, ich hab dich gar nicht gemerkt. Aus den Tabletten. Ja. Willst du das wirklich nehmen? Wir haben dir nie gescheit geholfen, Alfred. Das letzte Mal. Versprich mir was, Rudi. Dass ich nicht in die Psychiatrie komme. Natürlich kommst du nicht in die Psychiatrie, Alfred. Was redst denn da? Ich nehme alle Tabletten, die du mir gibst. Aber nicht in die Anstalt. Jetzt hör auf. Was ist denn um Himmels Willen? Ich hab die Laura gesehen. Ich häng doch so an dem Kind. Ich will nicht, dass ihr was passiert. Was soll ihr denn passieren? Was ist denn da? Die Oma hat's mir erlaubt. Ich darf mein Kleid für heute Abend aussuchen. Sind die alle von ihr? Das sind sogar welche von der Uroma. Ich find's schön, dass ihr sie aufgehoben habt. War bestimmt nicht billig seinerzeit. Sie lehnt jede weitere medizinische Behandlung ab. Sie sagte zum Arzt, die Frau Selig wird mich retten. Du wirst sie dazu bringen, die Behandlung wieder aufzunehmen. Ich sage zu jedem von meinen Patienten, dass er ins Krankenhaus gehen soll und sich untersuchen lassen. Das weißt du. Ja, aber ich sehe auch, dass es nichts nutzt. Die Leute klammern sich lieber an ihre Heilerin. Und das ist kein Einzelfall, Mutter. Du bist ein Dauerthema in der städtischen Klinik. Ein Ärgernis. Sie hat die Gabe, Marion. Das weißt du doch inzwischen. Frau Lechner hat noch eine reale Chance. Und wenn sie stirbt, dann bist du auch beteiligt. Toll schaust das. Zeig's einmal. Wunderschön. Was ist denn, Oma? Warum hast du dir denn dieses Kleid ausgesucht? Einfach so, weil es mir gefällt. Nein. Weil die russische Gräfin so eins getragen hat. Woher weißt du das? Ich weiß, sie sucht dich. Aber du darfst dich nicht mit ihr einlassen. Bitte nicht. Bitte. Vielleicht wärt ihr so nett und würdet übersetzen, was ihr da redet. Für Normalsterbliche, für mich zum Beispiel. Ich finde, du siehst wunderschön aus. Wir fahren gleich. Hol deine Jacke. Ich möchte nicht, dass du mit der Laura so redest. Ich möchte, dass sie normal aufwächst. Wenn das hier nicht möglich ist, dann. Dann werden wir ausziehen müssen. Also bis um 11 dann, okay? Okay.
Hi, Laura. Schön, dass du da bist. Laura. Laura.
Marion, die ist nicht da. Naja, vielleicht ist sie mit anderen mitgegangen. Ich bin froh, dass sie Anschluss gefunden hat. Ich mache mir wirklich Sorgen, Mama. Wie soll sie denn nach Hause kommen? Sie hat doch fast nichts an. Ruf mich an, wenn du was hörst, ja? Ja, merkt sich hier die Karten. Ferdinand, du machst mich fertig. Cincinnati Kid, das bin ich. Wer bist? Das ist ein Film, Rudi. Übers Pokern. Cincinnati Kid, USA 1965, 102 Minuten, Regie Norman Jewison, mit Edward G. Robinson und Steve McQueen. Ich recht. Alfred? Schon lange tot und hin. Überm Haupt ein grüner Rasen und zu seinem Fuß ein Stein. Hast du getrunken? Das ist von Shakespeare. Was ist das für eine Kette? Komm. Josef. Komm. Was willst du frieren können? Ach, da bist du ja. Ein Kavalier begleitet seine Herzensdame nach Hause. Laura, was ist denn los? Verlässt sie dich im Schnee. Jetzt komm. Wo war's denn? Am Fußsteig oben. Ich steck sie erstmal in die Badewanne. Die Marion noch bei dir? Ja, bis gerade eben. Sie macht sich Sorgen um mich. Dabei bin ich doch so glücklich, Oma. Wie meinst du das? Ich habe heute getanzt. Mit denen von früher. Was? Da war ein junger Mann. Schön und elegant. Er hat getanzt wie ein Gott. Sag mal, was erzählst du mir denn da? Ich bin dir so dankbar, Oma. Du hast mir gezeigt, dass ich keine Angst haben muss. All die Jahre habe ich mich vor ihnen gefürchtet. Aber du hattest recht. Sie tun uns nichts. Sie tun uns nichts. Wenn wir sie uns vom Leib halten. Du musst sie ignorieren. Und dich endlich mit den Lebenden anfreunden. Aber die mag ich nicht. Laura, du bist wie ich. Das ist furchtbar. Ich weiß doch, wovon ich rede. Als Kind bin ich fast wahnsinnig geworden. Du musst auf die Lebenden zugehen. Du musst sie endlich kennenlernen. Aber die interessieren mich nicht. Sie sind langweilig, egoistisch und dumm. Das sind Menschen. Die haben Fehler. Manche sind krank und sie sind verletzlich. Laura, sie sind wie du und ich.
bei Dr. Fischer? Wer war das? Deine Frau hat aufgelegt. Marion. Christoph, kann ich zu dir kommen? Meine Familie macht mich fertig. Ich bin noch im Krankenhaus. Hast du Nachtschicht? Nein, nein. Ich kann schon gehen. In einer halben Stunde bei mir? Okay. Bis gleich. Okay. Es tut mir leid. Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes auch. Ich höre, was die Leute denken, Rudi. Vielleicht sind es die Tabletten. Das Zeug ist gefährlich, Alfred. Und ich bin kein Psychiater. Wie soll ich dir denn die richtige Medikation machen? Meine Kraft ist weg. Meine Kraft zum Heilen weg. Und die Marion erscheint mir. Was redst du? Die Marion erscheint mir jede Nacht. Ich hab Angst, dass sie stirbt, Rudi. Jetzt hör auf! Für die Patienten von Halfried Selig, sie nimmt keine mehr an. Sie dankt für ihr Vertrauen. Früher, wenn es mir schlecht gegangen ist und ich ganz ohne Kraft war und hilflos, da ist manchmal so ein weicher, sanfter Wind gekommen und hat mir die Wangen gestreichelt. Da habe ich mich getröstet gefühlt und beschützt. Es ist jetzt vorbei. Thank you.
Marion, geh zum Arzt. Lass dich in der Klinik untersuchen. Nur so zur Vorsorge. Ich war schon in der Klinik. Und? Und was? Sag mal's bitte. Ich bekomme morgen den endgültigen Befund. Kein Wort zur Laura. Lechner. Ja, ich habe Ihnen doch auf die Mailbox gesprochen, dass ich Sie nicht mehr behandeln kann. Ich habe nur einen Bausparvertrag, den ich auflösen kann. Und eine Lebensversicherung. Bitte nehmen Sie es. Bitte. Frau Lechner, Sie müssen ins Krankenhaus. Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Bitte helfen Sie mir. Ich habe drei Kinder. Wir brauchen mit Hoffnung. Frau Lechner! Laura? Laura? Mach bitte die Tür auf, ich muss mit dir reden. Hast du mich gehört? Mach bitte die Tür auf. Laura, das geht so nicht. Du kannst mich nicht einsperren und einfach nichts sagen. Das geht nicht. Mach die Tür auf. Laura, das geht schon nicht. Du kannst nicht einfach... Ich pack jetzt meine Sachen und wir ziehen aus.
reden. Laura? Laura? Marion. Wir werden ausziehen müssen, Mutter. Die Laura ist im Badezimmer. Merkst du denn nicht, was mit ihr los ist? Sie ist total durch den Wind. Ich hab Angst, sie tut sich was an. Was? Mich mit dir reden. Ich will hier bleiben, bei dir. Deswegen sitzt du doch nicht hier im Wasser mit dem Kleid, mit einer Rasierklinge in der Hand. Wie soll denn deine Mutter verstehen, was dich antreibt, was mit dir los ist? Gib mir das Collier, bitte. Alle hier in Hallstatt haben sie gekannt. Ich war damals noch ein Kind. Wie war sie so, die Gräfin? Sehr schön. Sie hat ein bisschen ausgeschaut wie du. Aber sie war nicht so gescheit wie du und sie war auch nicht so begabt wie du. Sie war eine elegante, kühle Dame. Woher weißt du das alles? Ja, wie sie hierher gekommen ist, da ist sie aufgefallen. Sie war schon was Besonderes. Aber alle Menschen in ihrer Umgebung hat sie unglücklich gemacht. Ich fürchte, sie war kein besonders guter Mensch. Aber wie sie dann denunziert worden ist und die Nazis sie abholen wollten, da hat sie sich umgebracht. Und so ist sie hier eine Legende geworden. Aber Laura, du musst dich den Lebenden zuwenden. Sonst bist du verloren, glaub mir. Wir brauchen dich. Deine Mutter braucht dich ganz besonders. Die Toten, die brauchen dich nicht. Die fressen nur an dir. Ich werde es versuchen, Oma. Das musst du. Nymphe, schließ in dein Gebet all meine Sünden mit ein. Mein Prinz. Wie geht es euch seit so vielen Tagen? Ich danke euch. Mir geht es wohl. Ich wollte euch schon längst etwas geben. Hier ist's. Nehmt euer Andenken zurück. Ich bitte euch, nehmt es. Nein. Ich gab euch niemals etwas, Ophelia. Doch, mein Prinz. Ihr wisst gar wohl, ihr tatet's. Oh ja. Und zwar mit so vielen süßen Worten, von duftendem Hauch, welche mir dieses Ding so wertvoll machten. Doch nun ist der Duft verschwunden. So nehmt es zurück.
Hier, mein Prinz. Seid ihr tugendhaft? Gnädiger Herr? Seid ihr schön? Was meint ihr nur? Dass wenn ihr nämlich schön und tugendhaft seid, eure Tugend keinen Verkehr mit eurer Schönheit pflegen muss. Gibt es denn für Schönheit einen besseren Umgang als mit Tugend? Ich liebte euch einst. In der Tat, mein Prinz. Ihr machtet es mich glauben. Ihr hättet mir nicht glauben dürfen. Ich liebte euch nicht. Geh weg! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Lass mich in Ruhe, Josef. Versteh das doch, ich will leben. Geh zurück zu deiner Gräfin. Sie wartet bestimmt schon auf dich. Josef? Laura, was ist denn mit dir los? Können wir einfach weitermachen? Es tut mir leid, Stefan. Kommst du wieder heim, bitte. Ich verspreche dir, ich höre auf zu spinnen. Ich will's ja selber. Die Oma hilft mir dabei. Die Oma? Ja. Sie kann mir helfen, weil sie das gleiche Problem hat. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, okay? Okay, ich gebe dir Zeit. Und Mama, ich kämpfe wirklich. Marion, glaub mir, du schaffst das. Heutzutage ist Nein. die Medi... Nein. Mama, Papa, ich hab Brustkrebs.
Herr Dr. Fischer, Ihr Schwiegervater. Klingt, als wäre was passiert. Rudi, ich bin beim Operieren. Tatsächlich? Was machst du denn gerade? Brust oder Arsch? Hör zu, ich habe wirklich keine Zeit. Was willst du mir sagen? Die Marion hat einen Brustkrebs. Was? Ja. Sie will sich nicht operieren lassen. Du kommst jetzt sofort her und erklärst dir, dass es lebensnotwendig ist. Heute Abend bin ich bei euch. Ja, Kind. Dein Vater hat mich angerufen. Ich weiß. Und er hat auch erzählt, dass ich mich nicht operieren lassen will, stimmt's? Marion, es werden keine Brüste mehr abgenommen, das war mal. Heute wird möglichst brusterhaltend operiert. Was fehlt, kann man mit Silikon und mit Bauchmuskulatur wieder aufbauen. Das weiß ich, Thomas. Wenn es dir leichter fällt, dann assistiere ich bei der Operation. Und dass ich dir danach schöne Brüste formen kann, das weißt du auch. Es ist immer wieder erstaunlich, wie du an den Dingen vorbeireden kannst. Wie geht's dir, Thomas? Verzweigelt. Wir trinken beide unsere Sorgen, oder? Sieht so aus, ja. Darf ich fragen, was Sie hierher führt? Ich bin Arzt. Zum Wohl, Herr Kollege. Zum ersten Mal habe ich das Bedürfnis, nur noch dort zu sein, wo ich wirklich Leben retten kann. Ja, das kenne ich. Sie sagen zum ersten Mal, was haben Sie denn bisher gemacht? Ich bin in der Schönheitsbranche. Wie schön. Für Sie. Und jetzt wollen Sie Menschen das Leben retten? Ja. Haben Sie die Möglichkeit? Ich hoffe. Dann tun Sie es doch. Sie will es nicht. Sie will sich nicht operieren lassen. Sie stirbt lieber. Ein moderner Mensch wie Sie. In uns allen schlummert der Ursprung, Herr Dr. Fischer, modern oder nicht. In Afrika wollen die meisten Menschen unbedingt mit allen Körperteilen ins Jenseits hinüber. Deshalb ist der Einsatz der Machete so beliebt in den Bürgerkriegen. Kennen wir uns? Ich bin in Ihre Frau verliebt, Herr Kollege Fischer. Guten Abend, Thomas. Was machst denn du hier? Es ist mal wieder an der Zeit, dich vor dir selber zu schützen. Vor deinen Anfällen kindlicher Sentimentalität. Was haben Sie denn Gutes? Darf ich zu dir kommen?
15 lass dich operieren, Mama. Ich schaff das auch so. Mach dir keine Sorgen. Das wird doch alles zu viel für die Marion. Ich weiß, wie die Chemotherapie den Körper hernimmt. Lass mich für ein paar Wochen deine Praxis übernehmen. Du könntest dir ein bisschen ausruhen. Ich will mich nicht ausruhen. Die Arbeit lenkt mich ab. Na, überleg das doch. Jetzt fang vorhin. Und mir ist nicht fad. Ich muss auf Visite. Mama? Mama? Darf ich mitkommen? Ja. Ich würde später gerne mal mit Behinderten arbeiten. Wirklich? Ja. Ich denke, das könnte mir Spaß machen. Jedes Mal, wenn ich was mit dem Ferdinand mache, denke ich mir das. Das kann ich mir gut vorstellen. Etwas konnte dir bisher niemand absprechen, Vater. Stil und Geschmack. Aber was machst du jetzt? Du steigst mit deiner Geliebten im Romantikhotel ab und besuchst zwischendurch höflichkeitshalber deine todkranke Ehefrau. Oder wie darf ich das verstehen? Er ist allein gekommen, Laura. Ich bin ihm nachgefahren. Kannst du nicht einmal in deinem Leben ein Opfer bringen? Ich liebe deinen Vater, Laura. Hast du ja auch die Brüste vergrößert? Jetzt reicht's aber, Laura. Er gehört uns. Ich gehöre niemandem. Wir brauchen ihn. Bitte verstehen Sie das doch. Ich verstehe dich, Laura, aber soll er zurückkehren aus Mitleid? Das kann sie wohl auch nicht sein, oder? Ich mag sie nicht. Ich hasse sie. Ich möchte mich von Marion verabschieden. Was ist mit ihr? Du weißt überhaupt nicht, was passiert ist heute Nacht. Ich hätte es dir sagen müssen. Du kennst das? Ich kenne das sehr gut. Nicht so alt war wie du, ist mir das passiert. Sogar ein paar Mal. Das ist wie die zwei Seiten von einer Medaille. Du hast dieselbe Kraft wie ich. Und du kannst sie einsetzen,
zum Heilen und aber auch zum Verletzen. Lass es einfach gut sein. Man hat mir die Leitung einer Klinik angeboten. Und? Eine Unfallklinik. Wiederherstellungschirurgie. Fände ich gut. Die Operation ist gut verlaufen. Jetzt müssen wir abwarten. Bleibst du jetzt da? Ja. Kommt bald. Der hilft vielleicht. Und morgen nicht. Diese Grippe. Lauter Grippe. Wieso kauft ihr nicht einen am Christbaumarkt? Ihr habt doch einen ganzen Wald. Voller Bäume. Das gehört einmal alles mir. Wenn die Mama tot ist. Ich mag aber nicht, dass die Mama tot ist. Was mache ich ohne Mama? Deine Mama lebt noch lang, Ferdinand. Schon, gell? Ich hab jetzt den Hunger. Setzen, bitte.
Magst auch eine Wurst? Nein, danke, Ferdinand. Ein schöner Wald, den wir da haben. Wie lange warst du denn nicht mehr im Wald? Ich war noch nie im Wald. Was? Noch nie? Ich war überhaupt noch nirgends. Wieso denn nicht? Weil die Frau Mutter Angst hat, dass ich verloren gehe. Furchtbar Angst. Muss ich immer bei ihr bleiben. Das tut mir leid. Mir auch. Wir machen in Zukunft mehr Ausflüge. Es freut mich aber, weil ich die sowieso gern sehe. Es geschah am hellsten Tag. BRD, Schweiz, Spanien. 1958, 100 Minuten. Regie Ladislav Weider. Mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe. Kennst du all diese Filme? Ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle auswendig. Meine Frau Mutter hat ein Kino. Ganz für mich allein. Dann weißt du doch einiges von dieser Welt. Ich weiß alles von der Welt. Magst du mich heiraten, Laura? Nein, das geht leider nicht. Du bist so schön. Ich bin ganz verliebt in dich. Wieso darfst du mich nicht heiraten, Laura? Ich bin zu jung. Lolita war auch jung. Lolita, USA, 1962, 152 Minuten, schwarz-weiß. Regie Stanley Kubrick. Ich bin aber nicht Lolita. Ich bin deine gute Freundin. Willst du es ihr sagen? Hilfst du mir? Hast du noch nie jemand beim Sterben geholfen? Doch. Aber bei dir ist das was anderes. Ich glaube daran, dass du noch eine Chance hast. Zweitens will ich, dass du die Chemotherapie wieder aufnimmst und verdammt doch mal nicht aufgibst. Lass dich noch einmal operieren, Marion. Und drittens, ich habe dich immer noch wahnsinnig gern, auch wenn wir nicht zusammen sind. Ich brauche dich. Ich bin müde. Ich kann bald nicht mehr. Gib nicht auf, Marion. Gib nicht auf. Hallo, Papa.
die schaut zu, wie sie meine Tochter umbringt. Nein, lass mich, Papa. Geh zu Alfred. Ich bitte. Es wird ja schon viel bedeuten, wenn du sie fragst. Mein Kind, mach's für die Laura. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, Papa. Ich glaub nicht dran. Mach's für uns. Warum ich? Ich liebe dich, Maria. Es ist so merkwürdig, wenn ich morgens in den Spiegel sehe, dann erkenne ich mich nicht. Nie habe ich mehr gewusst, dass ich dich liebe als jetzt. Mama. Legst du mir die Hände auf, bitte? Tut mir gut, Mama, wirklich. Was ist okay? Ich lasse mich operieren.
Seid ihr tugendhaft? Gnädiger Herr? Seid ihr schön? Was meint ihr nur damit? Dass wenn ihr nämlich schön und tugendhaft seid, eure Tugend keinen Verkehr mit eurer Schönheit pflegen muss. Gibt es für Schönheit einen besseren Umgang als mit Tugend? Ich liebte euch einst. In der Tat, mein Prinz. Ihr machtet es mich glauben. Ihr hättet mir nicht glauben dürfen. Ich liebte euch nicht. So wurde ich also betrogen? Geht in ein Kloster. Warum solltet ihr Sünder zur Welt bringen? Marion! Den Befunden nach hast du keine Krebszellen mehr. Du hast es geschafft, Marion. Du bist gesund.